gestenreich, emotional, schlicht und sachlich. Maybrit Illner zeigt viele Gesichter bei Berlin Mitte. Doch am Ende geht es immer um eins, um Erkenntnis. Vor einem Jahr ist sie mit dem Anspruch angetreten, zu verstehen, was Politiker sagen. Ihr Konzept hieß Zurück zur genialen Einfachheit. 5 Menschen, eine Dreiviertelstunde, hart zur Sache. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es gab mal einen Journalistenkollegen, der hat gesagt, Talkshows sind wie ein Aquarium. Und ein Aquarium hat den Vorteil, dass die Fische nicht wegschwimmen können. Letztlich ist es wirklich so. Da sind für 45 Minuten 5 Menschen sehr konzentriert in einem Gespräch. Und da muss man sich irgendwie verhalten. Und ich lerne unglaublich viel über die 4 Temperamente und über die verschiedenen Geschwindigkeiten, in denen Menschen denken und fühlen können. Und das ist einfach wirklich richtig spannend. Maybrit Illner sieht sich selbst als Glückskind der Wende. Die gelernte Journalistin begann ihre Fernsehkarriere in der ehemaligen DDR. Nach dem Mauerfall moderierte sie das ZDF-Morgenmagazin. Heute schießt sie Fragen ab wie kleine Giftpfeile. Fragen wir doch mal den Herrn Trittin, wie es eigentlich sein kann, dass das, was die Grünen immer mal waren und wofür sie standen, nämlich frech zu sein, witzig zu sein, radikal zu sein, anarchistisch zu sein, dass das nun offensichtlich alles nicht mehr zutrifft und ihr in den schicken Anzügen rumlauft und quasi so seid wie die, vor denen ihr eure Kinder immer gewarnt habt. Ist das das Problem der Grünen? Aktualität bestimmt die Sendung. Aber Maybrit Illner reizen die Geschichten hinter den Nachrichten. Sie möchte mehr hören als politische Floskeln und nachhaken, wann immer es keine Antwort gibt. In Berlin Mitte soll Politik konkret und anschaulich sein. Also die Rolle und die Funktion ist sicherlich auch eine ganz nachhaltige, dass Dinge, die immer komplizierter werden und die sich uns, dem normalen Zuschauer, eigentlich immer weniger erschließen, irgendwie verständlicher werden. Also das ist bestimmt eine Funktion, auch eine Funktion von Berlin Mitte. Und insofern verstehe ich mich auch schon als so eine Art Dekodierungsmaschine oder Stiftung Warentest, wie immer Sie es haben wollen. Berlin Mitte grüßt. Maybrit Illner auf dem Weg zum Studio. Für die Talkshow wünscht sie sich sachliche Konfrontationen, doch hitzige Debatten sind nicht ausgeschlossen. Geben Sie doch zu, dass Sie auch Schwierigkeiten in Ihrer Koalition hatten. Und jetzt stelle ich einfach mal die nächste Frage. Jetzt muss man sehen, wie man das rauskommt. Lassen Sie mir eine Bemerkung zu Garzweiler machen. 20 oder 30 Jahre besprechen. Nein, ich möchte gerne was zu Garzweiler sagen. Weder noch Garzweiler nicht zu der Geschichte haben. Sie waren jahrelang gegen Garzweiler. Herr Trittin. Und erst seit ist eine in Ihren Augen. Frau Simonis, ich stelle Ihnen jetzt meine Frage. Mit der SPD zur Koalition. Einfach mal was von Ihnen wissen. Haben Sie Ihre Position völlig geändert? Herr Trittin? Ja. Wollen Sie die Frage stellen? Er war fertig. Aber ich glaube, es hat jetzt keiner mitbekommen. Sie möchte niemandem ihre Meinung aufdrängen. Doch am Ende der Sendung sollte für alle ein Aha-Erlebnis herauskommen. Dann ist sie zufrieden. Und nun wäre es bestimmt vermessen zu sagen, dass man eben mit einer 45-minütigen Rede die Welt verändern kann. Also es konnte vielleicht Jesus mit seiner Bergpredigt, aber wir werden das sicherlich nicht erreichen, sondern man wird zu einem Austausch von Positionen und Meinungen kommen und wird am Ende sich eben vielleicht dann auf eine Position dann verständigen können. Das wäre dann natürlich immer der Idealfall. Sie möchte in der Sendung herausfinden, was hinter den guten Absichten und politischen Positionen der Gäste steckt. Berlin Mitte ist für Maybrit Illner eine politische Talkshow. Daran hält sie fest und geht keine Kompromisse ein. Nichtsdestotrotz gibt es einfach bestimmte Grenzen. Also es gibt sicherlich die Grenze zu sagen, dass wir eine Definition insofern für diese Sendung haben, als dass eben ein politisches oder ein gesellschaftspolitisches Thema besprochen werden soll. Und eben wir überraschend die Erfahrung gemacht haben, dass man mit Politik sehr wohl auf eine sehr ansehnliche Quote kommen kann. Maybrit Illner beklagt die wachsende Oberflächlichkeit im Journalismus. Mit ihrer Sendung hält sie dagegen. Ihr immer wiederkehrender Schlusssatz ist Programm. Viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten.